Au. Ja, da klingt das ein oder andere gar nicht mal so schlecht bei dem technischen Zeug. Klingt gar nicht mal so schlecht. Passt. Ich würde sagen, ja voll, wir müssen jetzt sowieso in der Karte mal wieder das nächste markieren. Da haben wir die Aufträge, das. Da hätten wir noch einen Cyberpsycho, da hätten wir auch einen Cyberpsycho. Da hätten wir auch die ein oder andere köstliche Nebenquest am Start. Ich würde mich sowieso da jetzt vielleicht sogar mehr auf Cyberpsycho und vielleicht auf Nebenquests konzentrieren. Der Rest will ich vielleicht sogar eher jetzt mal ein bisschen links liegen lassen. So diese sogenannten Aufträge. Einfach nur vielleicht auch ein bisschen wegen den Trophäen dann später. Hätte ich jetzt einmal gesagt gehabt. Dass ich das vielleicht sogar links liegen lasse. Dass ich jetzt dann vielleicht dann wirklich dann eher, wenn ich sage, okay, trophäentechnisch, erst ich brauche das und das, bin auch relativ schon gut. Mit die Upgrades neues drum und dran relativ gut fortgeschritten. Könnte ich mir relativ gut vorstellen, dass man das sehr, sehr gut ausnutzen kann. Die ganzen Aufträge dann dafür. Ja, es kommt halt immer wieder darauf an, was für einen Lärm du machst bei den Aufträgen, aber dafür hast du aber auch wieder die Gangverbrechen, aber dennoch, wisst, was ich meine. Mit dir fast eins wieder zu. Fast. Du musst aber auch noch über den Marathon bis Depp oder bis du mal beim Ziel ankommst. Ja, sind eh nur 200 Meter. Aha. Nächstes Mal gehen wir zu Fuß, ich sag's da. Darf geschießen. Oder es ist grün und keiner fährt. Aha. Es ist für mich immer grün, hallo. Egal. Darf geschießen. Das Fahrzeug ist aber echt nicht schlecht. Taugt mir. Ja, braucht vielleicht ein bisschen bei der Bremsen, aber sonst. Ja, für die Geschwindigkeit und alles drum und dran finde ich die Waffe jetzt ehrlich gesagt echt nicht so schlecht. Bombe. Echt, echt Bombe. Ihr wollt gerade sagen, sicher ist sicher. Fahr lieber nach rechts. Fahr lieber nach rechts. Wer weiß, ob du dann vielleicht nur da oder da abbiegen kannst. Aber Hallöle, was ist denn da los? Bist deppert? Ja, da kann ich eh packen, das passt dann schon. Dass mich keiner überfährt, bitte nicht. Nein, danke. Aber da gehen sogar die Leute spazieren. Auf dem Pier soll ein Soldat gerade auf Fußgänger geschossen haben. Ah ja. Ich hätte ihn gern lebend, wenn du das hinkriegst. Das kann ich dir nicht versprechen. Leute vorbei. Mehr Details bekommst du gleich. Und wie? Viel Glück. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Da bin ich jetzt aber echt. Also der ist. Also ich muss sogar noch eins aufführen, oder wie? Steppert, das ist aber eh schon relativ schön abgegangen. Steppert. Die haben sich aber echt schön austobt. Da ein Motorrad, das. Bist deppert. Was ist denn da noch so alles abgegangen? Ich werde mir mal gönnen. Die Komponenten wird der Typ sowieso nicht mehr brauchen. Man kann sich echt gut gönnen bei der ein oder anderen Mission. Bist du deppert. Allein schon Motorrad, das. Ja, da wieder. Ich wollte gerade sagen, da wird aber nichts mehr eingesteckt haben, oder? Hör auf, vielleicht geht's sogar. Ja. Man darf ja wohl noch hoffen, oder? Man darf ja wohl noch hoffen, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht was eingesteckt hätte. Das wär's. Ekelhaft. Wie nett. Ja, was soll ich jetzt mit der Madame? Leg die mal hin. Vielleicht kann ich vielleicht noch irgendwas mit. Bissl sanfter, mein Freund, dass ich zusammen nicht hab. Aber ein bisschen. Die Alte kannst du nicht einfach so. Das kannst du nicht machen, Alter. Bulle. Die Alte einfach so daher, Alter. Das ist der wahnsinnig. Wie ein paar Euro drin. Na, immerhin. Step, Alter. Richtiges geiles Massaker, Bruder. Also beschweren kann ich mich da definitiv eher weniger. Das ist schon wieder die nächste Leiche, Junge! Sicher, dass da nicht der Cyberpsycho da unter den ist und einfach den 31er macht? Das da deppert lauter Hinnige, Alter! Ja, da wundert es mich nicht, dass die Alte zu mir gesagt hat, viel Krieg.
Es hört ja nicht einmal auf. Wie viele hat der Hammerer bitte noch am Draht? Jesus! Wie stark ist denn der Volltrottel? Na, der hätte ja ruhig ein bisschen mehr Geld eingesteckt haben können, aber sonst bist du deppert. Holy shit! Der hat echt nicht locker gelassen, der Hund. Der hat echt nicht locker gelassen. Mindestens 10 bis 20 Leute haben dort mindestens. Ne, mehr an 30er. Aber wo versteckt sich der Tuxel? Ja, der Bier ist aber relativ groß. Der Bier ist aber relativ groß. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass er einer von denen ist. Und die ganze Zeit nur gewartet hat. Die ganze Zeit nur gewartet hat, bis einer von ihnen. Dass wir einfach nur daherkommen. Und er haben einen gegeben. Ah, ich sehe schon da vorne. Passt. Der Punkt hat eh schon alles verraten, aber. Echt nicht schlecht. Ich würde mal sagen, Ablenkungsmanöver ist einmal Arsch. Am Bing oder so wäre nicht schlecht. Vielleicht können wir irgendwie ablenken, irgendeine Explosion oder irgendwas fabrizieren, damit wir vielleicht ein bisschen sich leichter tun. Ich wollte schon sagen, vielleicht ist das ja. Hat sie nur versteckt, Alter, von mir. Es wär's. Dass da überhaupt noch einer überlebt hat, das ist ein Wunder. Das ist echt ein Wunder, dass da noch einer überlebt hat. Okay. Ja, mit der Schrotti wundert mich aber ehrlich gesagt nicht, Alter. Bist du deppert? Er kommt aber schön brav daher, Alter, der Hund. Na, warte. Einmal, zweimal. Mhm. Mit schön brav viel Abstand. Weil man kann nie wissen. Der will unbedingt kuscheln. Der will unbedingt kuscheln, der Hund. Unbedingt. Geh weg da von mir, Haberer. Geh weg da. Ich will unbedingt kuscheln, der Ball. Ich nehme aber sicher jetzt aber trotzdem jetzt schon mal die Heilung. Ich kann mal kann echt nicht wissen. Da. Ich würde mich aber gerne so bewegen, weil der Booty. Ich muss da ein bisschen leveln. Ich muss definitiv da ein bisschen leveln, damit ich das erreichen kann. Haberer. Weißt du was, fließ einmal die Hundsgranaten oder lutsch mir näher. Also scheiße, kann ich nicht mehr benutzen. Fuck. Aber finde ich interessante Name. Diego Ramirez. Aber das ist so ein typischer Klassiker-Name. Ja, muss ich auch wieder sagen, das ist so ein typischer Klassiker-Name. Stepper, was ein Schrott ist, mir nicht wurscht. Das Geschissene ist aber ehrlich gesagt eher an ihm, dass er immer daherkommt zu arm. Das ist das Geschissene, das ist das Gefährliche. Weil er immer daherkommt. Immer daherkommt und immer sein Dings macht. Sein Move. Sein Links-Rechts-Move. Der Schrotflinte in der Deckung. Alles klar. Naja, ich wollte gerade sagen, so. Dann trifft mal die Schrotte. Ich brauche ein bisschen tendenziell länger, die Schrotflinten. Bis deppert. Hast du gesehen gehabt? Bam, 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 bam. Erst dann ist der Schuss gegleitet worden. Bruder, was du also denkst, Alter, wem willst du hier denn bitte wieder ficken? Oh, tot ist er mal jedenfalls nicht. Na immerhin, hat die alte Klick gehabt. Was? Also. Die Mission hat es uns definitiv angetan. Also, geldtechnisch, bist du mal. Nicht schlecht. Nicht schlecht, geldtechnisch. Babamäßig. Kann eh nix. Kann echt nix dazu sagen. Dementsprechend einmal ein Schlucker, Leute. Richtiges Massaker. Richtig geiles Massaker. Ja, da werden wir sicher, wenn wir da antworten. Fix. Auch wenn die Mission schon beendet ist. Und? Na, normalerweise kriege ich aber trotzdem wieder so ein kleines Extra, gell? Haha, schon wieder. Richtiges schönes Massaker, aber dennoch. Oder warst du schon? Ah, die 5000 waren schon der Kill, oder wie? Oder kriege ich noch was? Nein. Nochmal 5000 oben drauf, Junge. Haberer, der hat echt viele Handrad. Der hat echt, echt viele Handrad. Bist du deppert? Bist du deppert? Ja, aber göttechnisch, ja, nein.